Hallo Leute, willkommen bei Folge 27, glaube ich, von A New Beginning. Die mit der Nummerierung, da komme ich immer durcheinander, also seid mir nicht böse, wenn ich mich da vertue. Und wir sind jetzt hier beim Helikopter und bei Orgi. Moment, was ist denn das? Geländer oben, unten? Eine Metallrampe, genau wie vor unserem Speisesaal zu Hause. Okay. Eine Metallrampe, genau wie vor unserem Speisesaal zu Hause. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat uns der Delvin in der letzten Folge eine Warnung zukommen lassen, dass wir hier verschwinden sollen, denn es würde ein Anschlag drohen. Und wir haben ihn aber nicht sauber verstanden, was er uns wirklich so hundertprozentig sagen wollte. Es könnte ein Missverständnis auch sein. Und deswegen überprüfen wir jetzt die Zeitfunkantenne. Orgi hat die Antenne an den Helikopter montiert. Danke, Orgi. Hab ich gern gemacht. Überprüfen. Sie steht stabil, aber der Empfang ist trotzdem zu schwach. Funken. Orgi. Ah, warte einen Moment. Delvin, hier ist Faye. Kannst du mich hören? Delvin, was war das mit dem Anschlag? Oh, oh. Anschlag? Orgi, was hast du mit der Antenne gemacht? Ich habe sie aufgebaut. Genau wie du mir es erklärt hast. Warum funktioniert sie da nicht mehr? Vielleicht ist sie zu schwach. Oder jemand funkt uns dazwischen. Es ist aber garantiert nicht meine Schuld, ehrlich. Was könnte das Funksignal stören? Andere Signale? Irgendwelche Wellen? Aber was für Wellen? Andere Funkwellen vielleicht. Spacewellen, Gehirnvibrations? Gehirn was? Telepathie. Habt ihr in der Zukunft nicht? Nein? Was weiß ich, welche Wellen da alle in Frage kommen. Unser Funker hier funkt doch. Vielleicht müssen wir den irgendwie überreden, dass er nicht mehr funkt. Okay. Was war das mit den Störwellen? Wie war das mit den Störwellen? Such nach Geräten, die Wellen aussenden und schalt sie aus. Okay. Was? Wie verstärke ich die Sendeleistung? Wie verstärke ich die Sendeleistung? Das ist leicht. Du suchst dir eine fettere Antenne und zapfst sie an. Ich habe sogar ein Kabel zum Anschließen. Willst du es haben? Oh ja, bitte. Erwarte aber nichts Großes. Es ist nur sehr kurz und manchmal sitzt es sehr locker und, ich leg's dir einfach dahin, okay? Dankeschön. Yeah. Yeah. Was machst du da? Was machst du da? Ich lese Gamma Ray vs. Nuke Boy. Das große Finale. Willst du mitlesen? Da sind ja nur Bilder drin. Aber genau das ist doch der Clou an der Sache. Text und Bild in einer perfekten Symbiose. Das bringt die Gehirnhälften so richtig zum Kochen, sag ich dir. Nennt sich Comic. Wir haben auch Comics zu Hause. Damit bringen wir den Kindern bei, wie sie im Falle einer Reaktorexplosion überleben können. Sie entwickeln Superkräfte und verprügeln fiese Schurken? Nicht ganz. Schade. Hast du Bent gesehen? Hast du Bent gesehen? Ist er nicht auf der Präsentation? Mit dir? Einer eurer Medizinmänner hat mich aufgehalten und jetzt lassen sie mich nicht mehr rein. Ich hoffe, alles läuft gut. Ach, Doc Svensson schafft das schon. Wahrscheinlich feiern sie ihn gerade übelst ab und bewerfen ihn mit Konfetti. Ja. Wahrscheinlich. Einer eurer Medizinmänner hat mich aufgehalten. Danke, dass du die Antenne angebracht hast. Oh je, du hast die Zeitfunkantenne ganz alleine aufgebaut? Ja, kein Ding. War ja schon lange scharf drauf, die Gute in Aktion zu sehen. Ich hoffe, ich habe keinen Fehler gemacht. Alles ging hyperfix, bis ich zu den Würfeln kam. Boah, ey, wer denkt sich denn sowas aus? Stimmt. Die Würfel sind furchtbar. Danke für deine Hilfe. Kein Problem. Okay, bis später. Wie verstärke ich die Sendeleistung nochmal? Verbinde deine Antenne mit einer größeren. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Okay, sorry, ich habe es falsch angeklickt. Bis später. Jojo. Jojo. Muss ich jetzt das Kabel nehmen? Was muss ich mit dem Kabel nochmal machen? Du brauchst einen zweiten Empfänger. Den verbindest du mit deiner Antenne. Und wenn Orgi recht hat, und Orgi hat recht, dann hast du dann mehr Power zum Funken. Okay. Verbinden? Okay, dann muss ich erst was holen, damit ich das hier verbinden kann. Okay, also Funker, gehen wir doch mal zum Funker. Nochmal, vielleicht können wir ja jetzt mit ihm was anderes reden. Ja? Funkst du gerade? Funkst du gerade? Wieso fragst du? Könntest du einen Moment lang damit aufhören? Du störst mein Signal. Du und Bent, ihr seid Arbeitskollegen, richtig? Nein. Ach, seid ihr nicht? Ich dachte nur, weil ihr beide so zusammen rumreist. Würdest du bitte meine Frage beantworten? Natürlich. Wie war sie nochmal? Kannst du aufhören zu funken? Du störst mein Signal. Wie habt ihr euch beide kennengelernt? Hör bitte auf zu funken, du störst mein Signal. Hey, das war doch nur eine harmlose Frage. Ich muss einen Freund kontaktieren und dein Funksignal stört mich dabei. Würdest du also bitte endlich aus der Leitung gehen? Ich fürchte, das geht nicht.
Ich spreche gerade mit Lou von der Bohrinsel nebenan. Wir haben sehr wichtige Dinge zu besprechen. Wie lange noch? Bis zur Mittagspause. Oh Mann, wann ist die Mittagspause? Wann ist Mittagspause? Sie hat gerade angefangen. Aber ich und Lou haben uns festgequatscht. Da kann ich doch nicht einfach aufstehen und abhauen. Svensson und du, ihr seid also keine Arbeitskollegen und auch nicht verwandt? Warum machst du nicht Mittag? Warum machst du nicht Mittag? Ach, die Kantine ist so weit unten und ich bin so faul. Macht aber nichts. So habe ich mehr Zeit für Lou. Das mit dem Faulsein sieht man an deiner Statur, auch wenn man dich nur halb sieht. Warum stellst du mir diese Fragen über Bent? Warum stellst du mir diese Fragen über Bent? Wieso? Man darf doch mal etwas neugierig sein, oder? Ist ja sonst auch nicht viel los auf der Insel. Ich muss los. Bis dann. Okay, also der hilft uns jetzt nicht so richtig. Was ich gerade beim Reden gesehen habe, ist, dass hier doch aber so eine Art Kabel raushängt. Kann ich denn dieses Kabel nicht verwenden und hier irgendwo... Ah, da ist eine Antenne. Moment. Was kann ich denn mit der Antenne machen? Die hat sicher guten Empfang. Okay, dann nehme ich jetzt doch mal das Kabel. Verbinden. Wenn du das verbinden könntest, wäre ich dir sehr verbunden. Das Kabel ist viel zu kurz, um beide Antennen miteinander zu verbinden. Also zu kurz. Halt, bleib mal hier. Kann ich denn das Kabel mit einem der beiden Geländer verbinden? Ich bin jetzt mal so... verbinden. Ah, das geht. Okay. Jetzt brauche ich noch irgendwas, um die Antenne auch mit dem Geländer zu verbinden. Eine Metallrampe, genau wie vor unserem Speisesaal zu Hause. Und der Oki hat nicht zufällig ein zweites Kabel. Das wäre ja zu einfach. Hallo, Oki. Oh, hey, na? Was kann ich für dich tun, Faye? Wie verstecke ich die Sendeleine? Nee. Bis später. Jojo. Jojo. Ich denke... Ich denke, ich muss mich da nochmal umsehen da unten. Okay. Sprechen wir doch mal den Aufpasser an. Ah, entschuldigen Sie, aber Sie dürfen da nicht rein. Warum nicht? Die Präsentation ist nur für Investoren und Bohrinselpersonal. Warum gehen Sie nicht in die Kantine? Was essen? Ich sage Dr. Svensson dann, dass Sie dort sind. Ich sehe mich lieber noch etwas um. Danke. Wie Sie wollen. Okay, immerhin ist er höflich. Da ist noch eine Tür. Und er bietet uns auch an, dass wir sie öffnen. Die ist zu. Aber sie ist zu. Das ist auch nett. Hier ist wohl eine Art Schmetterling oder eine Art... Falter hier in dem Licht gefangen hier. okay. Also da können wir nicht rein, Also da geht's raus. Ich denke, wir müssen nochmal einen Stockwerk tiefer gehen. Und nochmal in die Kantine schauen, ob wir da vielleicht irgendwie eine Art Kabel finden. Hier vielleicht... Sieht jetzt mal nicht so gut aus hier. Der Typi wird uns auch nix helfen können. Reden wir doch nochmal mit ihm. Was gibt's? Nee, essen will ich nicht. Ja, Trau. Essen will ich im Augenblick nicht, aber das muss ich mir merken. Das hatte ich schon wieder vergessen, dass ich ja da was essen kann. Da kann ich nicht hin. Bevor ich rausgehe zu dem Doc, vielleicht schaue ich nochmal hier in mein Zimmer, ob hier noch irgendwas rumliegt. Ob ich noch irgendwo ein Kabel rausreißen kann oder so. Kommode ansehen. Was für ein schönes Material, wie es wohl hergestellt wird. Und was mich noch etwas misstrauisch macht, ist, dass ich hier... zwar eine Tür aufmachen kann und zumachen kann, aber... Ach, das ist ja mies.
Mann. Da wird die Wand auf einmal durchsichtig. Duschkabine. Eine transparente Duschkabine. Da haben wir in unserem Bunker ja mehr Privatsphäre. Deswegen ist doch die Tür. Aber die Tür hat auch ein Guckfenster. Die Toilette. Spiegel. Beutel. Ansehen. Wer hat das denn vergessen? Egal, durchsuchen. Lack für die Nägel. Tusche für die Wimpern. Ein Stift für die Lippen. Wer braucht denn ein Malset für das Gesicht? Ah, diese Feile sieht nützlich aus. Ja, eine Feile, sehr schön. Okay. Die hätten wir nicht gefunden, wenn wir nicht nochmal zurückgekommen wären. Was ist das hier? Auch nix. Also das mit dem Transparentwerden hier, das ist ein gemeiner Trick. Da kommt doch keiner drauf. Also außer per Zufall, meine ich. Okay, dann gehen wir jetzt mal zu dem Doktor. Da muss ich eins hoch, nicht wahr? Und dann hier hin. Was kann er? Also hier, ich konnte ja hier rausklettern, aber was kann ich denn hier tun? Gar nichts. Dann gehe ich mal zum Arzt und schaue ihn mir an. Er steht auf der Brücke und raucht. Okay. Anreden. Anreden. Anlabern. Ich dachte, ich hätte Sie auf Ihre Kabine geschickt. Sie sollten sich doch hinlegen. Ich weiß. Aber warum? Warum? Sie haben während der Untersuchung Blut gespuckt. Darum. Sie sind krank und Sie brauchen ganz dringend Ruhe. Ich bin nicht krank. Ich bin nicht krank. Ich bin kerngesund. Sind Sie nicht. Sie haben Blut gespuckt und das ist kein gutes Zeichen. Irgendetwas stimmt mit Ihren inneren Organen nicht. Bevor sich mein Verdacht bestätigt, verordne ich dringend Bettruhe. Oder wir gehen davon aus, dass ich gesund bin. Naja, Blutspucken ist wirklich kein Zeichen für Gesundheit, also. Sehe ich denn krank aus? Sehe ich denn krank aus? Nein, aber Sie sind es. Müssen Sie denn erst zusammenbrechen, bevor Sie auf mich hören? Zusammenbrechen? Ohne Behandlung könnten Sie sogar sterben. Was? Wann? Ich weiß es nicht. Noch machen Sie mir einen fitten Eindruck, aber wie gesagt, das kann täuschen. Dann muss es noch eine Weile gehen. Tja, die Faye wird wohl krank sein, weil sie aus einer völlig ruinierten Umwelt kommt, nämlich aus der Zukunft. Wenn ich wirklich krank wäre, was könnte ich dagegen tun? Wenn ich wirklich krank wäre, was könnte ich dagegen tun? Hier? Nichts. Sie müssen in ein Krankenhaus und sich vollständig untersuchen lassen. Dafür habe ich aber keine Zeit. Sie werden keine Zeit mehr haben, wenn Sie sich nicht sofort darum kümmern. Weißt du, wie du gerade klingst? Nein. Wie klinge ich? Ihr müsst euch sofort darum kümmern, sonst habt ihr keine Zukunft mehr. Du klingst wie ich. Dann tun Sie sich einen Gefallen und hören Sie zur Abwechslung mal auf sich. Ich fürchte, das kann ich nicht. Dann kann ich Ihnen auch nicht mehr helfen. Oh wow, das ist aber sehr dramatisch. Also, das hatte ich bisher in dem Spiel noch gar nicht mitgekriegt, dass Faye so arg krank ist. Also, ich meine, sie ist ja schon mal in Ohnmacht gefallen und hat Wasser gebraucht und so. Aber das ist schon sehr heftig, muss ich sagen. Darf ich vorbei? Ich habe etwas Dringendes zu erledigen. Darf ich vorbei? Tut mir leid, aber das kann ich nicht verantworten. Sie sind krank. Sie brauchen Ruhe. Das ist doch ganz allein meine Sache, wo ich hingehe. Nicht solange ich Ihr behandelnder Arzt bin. Was ist denn auf der anderen Seite der Brücke? Was ist denn auf der anderen Seite der Brücke? Der Rest der Bohrinsel. Der Arbeiterbereich und die Forschungsstation. Orte, an denen kranke Menschen nichts zu suchen haben. Okay, dann gehe ich eben wieder. Dann gehe ich eben wieder. Ich denke nur an Ihre Gesundheit. Ja, das glauben wir dir wirklich, lieber Doktor. Aber, ich denke mal, wir müssen da auf die andere Seite, um ja was zu kriegen, womit wir unser Zeitfunkgerät verstärken. Jetzt gehen wir aber trotzdem mal auf unser Zimmer. Könnte ich denn mich ausruhen? Nee. Wow. Da könnte man ganze 5 Faces drin stapeln. Nee, also ich kann mich gar nicht ausruhen. Gut, ich würde sagen, machen wir hier mal wieder einen Cut und schauen mal, was wir in der nächsten Folge alles machen können. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir den Arzt da weglocken müssen, um auf die andere Seite zu kommen. Aber ich weiß nicht, ob wir vorher da unser Zeitfunkgerät in Betrieb nehmen müssen oder ob wir das erst können, wenn wir am Arzt vorbei sind. Aber das sehen wir dann alles in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.